steht und es klingt super cool auf der Ukulele. Ich zeige dir hier, was der Trick ist bei dem Strum. Das ist nämlich der Schlag, der Rhythmus. Und ich zeige dir auch, wie du es schön in der Strophe picken kannst. Also, ich habe das Lied zusammen mit meinen Patrons gespielt beim Live-Gym. Wir treffen uns zweimal im Monat online. Das ist total schön. Also, wenn du gerne zu uns stoßen möchtest, du bist herzlich willkommen. Und dort gibt es auch das Chordsheet, was ich eben für euch vorbereitet habe von Mon Genre Gretteria. Und das gehen wir jetzt mal durch. Da sind so ein paar kleine Akkorde, die es auch ein bisschen interessanter machen. Ein bisschen mehr nach Edith Piaf klingen lassen. Also, erstmal die Akkorde. Fang an mit G. Achte darauf, dass deine Hand schön hier so ein bisschen gedreht ist, dass deine Finger so von dort kommen können. Und genug Platz haben. Und dann kommt es auf D. Da müssen die Finger auch ganz schön von der Richtung kommen, ne? Die zeigen dann so ein bisschen zum Schallloch. Rien, je ne regrette. Und dann wechseln wir wieder zum G. Rien, ni le bien. Da ist es zum C. Comme fait. Achtung, jetzt kommt das C augmented. Das ist, du greifst weiter das C und zusätzlich greifst du hier auf der G-Seite im ersten Bund diesen Ton. Dann ist es das hier. Und dann für den nächsten Akkord, dieses A-Moll-C, greifst du A-Moll und C gleichzeitig. Also rutscht hier einen nach oben. Und dann machst du den schönen, legst du den Finger hin, kannst auch noch den Finger zur Unterstützung nehmen und machst den Barret D7. Ja? Lass uns das nochmal machen. Also fang an mit G. Und jetzt D. Weiter D. Je ne regrette. Und wieder G. Jetzt kommt C. Ni le bien. Achtung, jetzt den ersten Finger dabei. Comment faire? Ni le mal. Genau. Zusammen bien. Und hier link. Und wieder G. Und wieder D. D. Je ne re. Und wieder G. C, P, C, C. A-Moll, balayé. Da greife ich den A-Moll mit dem Zeigefinger, weil dann kann ich das einfach da lassen und zu dem D. Oublié, je me fous. Und dann einfach G. Passé. Genau. Das sind die Akkorde vom Chorus. Bei der Strophe sind überhaupt keine, also es ist einfach immer nur der Wechsel zwischen G und D, deswegen machen wir da jetzt nicht extra die Akkorde. Jetzt kommt es zu diesem interessanten Strum. Also wie gesagt, der Strum ist gar nicht so interessant. Also ich mache hier einfach nur down, up, down, up, down, up, down, up. Aber ich finde, du musst verstehen, wie der Rhythmus funktioniert. Der Rhythmus ist nämlich ein 12-Achtel-Takt. Und deswegen wäre es cool, wenn wir das jetzt mal durchzählen, damit man so ein bisschen diesen Schwung von diesem Lied ja reinbekommt. Also, wir greifen mal das G und machen jetzt mal, zählen jetzt mal bis 12 immer und schlagen jede dritte Achtel. Probieren es mal. Aber es ist gar nicht so schwer. Also wir teilen die 12 durch 3. Wir machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wieder G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wieder D. 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super. Jetzt machen wir mal G, einfach nur so mal, damit du es spürst, machen wir ganz klein die Achtel mit, ja? Schlagen wir die mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wieder G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
dass es so treibt. Ja? Gut. Dann machst du es genauso. Du machst den Downschlag und dann vor dem nächsten Downschlag machst du einen Abschlag, also einen Aufschlag. Ja, wir machen 'Zusammenspielen, langsam, auf den Rhythmus achten mit diesen coolen C, Special C-Akkorden. Wir fangen einfach gleich an mit G. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe jetzt gedacht, wir picken das. Also wir machen ein Zupfmuster, ein Fingerpicking. Und du siehst es bei dem Chordsheet auch, beim Verse Pick. Es steht da 2 und dann 3, 4 in Klammern. Das bedeutet, dass ich die 2 spiele. Das heißt die zweite Seite hier, die C-Seite. Und dann 3, 4 zusammen. Und dann die erste Seite, also die G-Seite. Und dann wieder 3, 4 zusammen. Also ich spiele diese beiden Seiten im Wechsel und diese immer dazwischen. Wir spielen ganz langsam dieses Zupfmuster. Alle Finger sind auf einer Seite. Ich habe auch ein extra Video nochmal für die besten Zupftipps für dich aufgenommen. Also hier kommt das Zupfen. Also du nimmst den Zeigefinger auf der C-Seite und dann Ring und Mittelfinger gleichzeitig. Dann nimmst du den Daumen und dann wieder die drei gleichzeitig. Nimm dir den Zeigefinger und wieder die gleichzeitig. Dann wieder den Daumen. Also immer im Wechsel Zeigefinger und Daumen und dazwischen die beiden anderen. Ja? Und das machen wir ein bisschen punktiert, nennt man das. Also wir machen eine kleine Pause vor denen, wo wir die 2 machen. Ich mach's mal vor. 2, 3, 1, 2. Ja? Wir machen es dann ganz langsam. Also G und dann wechselt das zu D. Avec mes souvenirs, j'ai la lune. Le feu. Und jetzt D. Mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin. Und wieder G. De balayer mes amours. Avec le tremolo. Und D. Balayer.
toujours. Je prépare à Zé. Und dann wird es wieder Do, bei Zero, bei Zero, bei O wird wieder gestrummt. Ja? Cool. Jetzt hast du eigentlich alles. Das Einzige, was ich noch draufgeschrieben habe, weil ich das irgendwie cool finde, ist, ich habe auf den auf dieses Chordsheet, was du dir bei Patreon runterladen kannst, habe ich ja noch so ein Triplet aufgeschrieben. Den Triplet habe ich auch mal erklärt. Das verlinke ich dir hier auch, das Video. Und zwar könntest du, wenn der Akkord wechselt, den Triplet zwar machen. Das klingt dann so. Also ich habe G und D, D und Triple und G und D und Triple und C. Ne? Also immer wenn der Akkord wechselt, den Triple. Kannst du. Musst aber nicht. Es geht auch total gut, dieses Dum, Duru, Duru, Duru. So. Prima! Sollen wir es mal zusammenspielen? Machen wir mal. Also, in einem langsamen Tempo, schnell kannst du es immer noch mit Edith Piaf zusammenspielen. Und wir machen G, D, G am Anfang als Intro. Okay? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mega Spaß gemacht. Non, je ne regrette rien. Es ist auch ein super Lebensmotto. Und ja, ich freue mich voll, dass du Ukulele spielst mit mir. Bleib dabei, abonniere meinen Kanal, das hilft mir total. Und ich hoffe dir auch, meine ganzen Videos. Und wenn du mich unterstützen möchtest, werde gerne mein Patreon. Du hast all meine Dankbarkeit und noch ganz viele Ukulele-Inputs mehr als nur diesen YouTube-Kanal. Also, dann mach's gut! Tschüss!